Okay. Ja, aber dass Nvidia seine eigene Konsole, ich meine, das ist nichts unbedingt Ungewöhnliches. Es gab es immer wieder in der Zeit, wo ja, eigene ja, immer wieder versucht haben, welche die Konsolen rauszubringen, aber das dann nie wirklich Erfolg hatte. Ich weiß nicht, kennst du noch eine Konsole namens Jaguar? Die Jaguar. Hm, oder Die Jaguar? vier, die, eines der ersten 64-Bit-Bit 64-Bit, genau. Sachen. Die ist so schrecklich gewesen. Genau. Oh Gott. Bah. Das ist einfach. Nee. Also sie kamen eigentlich noch fast Zeit, kurz, glaub, kurz vor der Dreamcast raus. Die kam ziemlich zeitgleich raus. Bei mir ist schon wieder ein Enderman hier drin. Das ist so schrecklich. Die Jaguar. Oh Mann. Ebenfalls, Naja. wie gesagt, Dreamcast und so war ja leider auch ein Flop gewesen. Ja. Eigentlich ziemlich schade. Es ist Weil. sowieso für, also Monopol haben sowieso, jetzt inzwischen haben sich wirklich so aufgebaut. Sony, Nintendo und Microsoft. Wenn da was Neues dazukommt, das wird sehr, sehr schwer, Ja, auf dass jeden die sich Fall. da durchsetzen. Da Es müssen die war schon wirklich. schon ziemlich überraschend gewesen, dass Microsoft das geschafft hat, da durchzukommen. Ich denke mal, Gut, Halo wird sein Übriges gegeben haben dazu. bei Microsoft eben, weil da war schon so gesehen ein bisschen schon Und war Vorbereitungsarbeit ja eine der getan. ersten Konsolen, die großes Online-Unterstützung hatte. Also okay, die Dreamcast hatte das auch schon, Online-Unterstützung. Allerdings halt nicht so explizit, wie das halt Microsoft dann gemacht hat. Ja. Aber das ist halt, ja, mit. War halt schade gewesen. Und wusstest du eigentlich, dass die PlayStation, die damals war, eigentlich eine Kooperation gewesen zwischen Sony und Nintendo? Dass es eigentlich gedacht wurde, dass es für. Ja, das wusste ich. Das war mir bekannt. Die haben sich aber im Endeffekt zerschlagen. Da hat die Sony einfach die PlayStation rausgebracht und Nintendo halt den. War das damals schon der Super Nintendo? Oder war das. Doch, das war Nee, der der. Super Nintendo Ach nee. existierte schon. Nee, das war die Also. 64. Oh, ajo. Hallo. Möchten Sie Fisch haben? Hab grad 7 Stück. Oh, gib mal her. Vielleicht finde ich noch eine Katze. Jawohl. Bitteschön. Einen will ich selber behalten. Danke. Bitteschön. Müssen wir mal gucken, hier irgendwo wuseln sie eigentlich rum. Ja. Hier habe ich auch die Kleine gefunden. Genau, die habe ich mir auch gefunden hier und hier habe ich meistens auch noch eine große gefunden, die hier rumgelatscht ist. Ich muss meinen Fisch essen. Nom, 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 nom. Lecker. Kann ich mich mal kurz erholen von der ganzen Bahnhofshalle? Aber ich finde die Katze nicht mehr. Ich gehe jetzt zu meinem Haus nochmal. Oder willst du nicht mal kurz vorher meinen U-Bahn-Schacht erstmal schauen? Ich muss mir erstmal was zu essen holen. Ich habe nur Ich noch habe drei. Steaks dabei. Okay, ich komme zurück. Ich bin gerade am Eingang von der U-Bahn. Du weißt, wie man mich locken kann. Naja, Mit mit Steaks. 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 Ja, also genau die Jagger zum Beispiel, die hier, oder die hat es ja auch nicht wirklich geschafft, groß rauszukommen. Ich weiß gar nicht mehr, von wem die war. Davon abgesehen. Lecker. Lecker. Aber auch die ganzen anderen Konsolen, die es damals gab, mit den ganzen, mit der Amiga-Konsole und den C64 und das alles. Commodore war eine schöne Ja. Konsole. Also. Irgendwie finde ich immer noch nicht schön. Ah, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss das eine hier noch weghauen. Das ist doch. Und hier die Ich wollte Mauer gerade rein. sagen, das ist doch eine. Was? Ich weiter, das wird. Ja, jetzt stimmt das, wenn du das hier Ja. so raus noch. Und das wird dann, wie gesagt, hier so die Halle für den Bahnhof. Dann kommt hier so Gleise rein. Zack, zack. Und hier kann man sich schön anstehen und warten, bis jetzt so eintrifft. Brauchst du noch so Stone Bricks? Ja, sind cool. Ja, weil ich bin gerade bei mir zu Hause am Brennen von Stein, weil ich den Tunnel auch damit auslegen will. Ach so, na gut, wenn du selber brauchst, dann. Nee, ich hab irgendwas mit 12 Stacks. Ach so, na gut. Gerade weil ich diesen scheiß Tunnel gegraben habe. Oh Gott! Warum ist hier ein Creeper? Oh, ich hab's gehört. Verdammt, wo Ach kommen ja der Creeper her? du Von hinten oder so. Ich werde mal kurz Ja. hier noch zumachen.
Ich bin immer noch froh, dass ich die neuen Diamanten gefunden habe vorhin. Also ich habe hier in der Welt noch keine Diamanten gefunden, aber ich bin ja auch nicht so oft tief runtergegangen, davon abgesehen. Ich fand das gut. Kaum bin ich 5 Minuten unten unter der Erde, ne, finde ich direkt erstmal die erste Kiste mit 3 Diamanten drin, dann noch eine Kiste mit einem und dann habe ich noch so ein paar gefunden gehabt. Ist auch nicht schlecht. Achso, andere Frage jetzt nochmal zu dem Thema, was wir haben. Ja. Wie fandest du den Game Gear? Oh Gott, der Game Gear. Kannst du dich noch erinnern? Ich bin ehrlich, nein. Ich kann mich an den Game Gear überhaupt nicht erinnern. Aber du weißt, was es ist. Ich weiß, was es ist, aber ich habe mit also dem Teil nicht gespielt. Also für alle Leute, die den Game Gear nicht kennen, der Game Gear war die portable Version auch von Sega damals. War eigentlich die erste Sache, wo man sagen konnte, ja, da geht langsam Sega bankrott im Bereich der Hardware. Ach ja. Und der Game Gear war eigentlich ganz clever gewesen. Der hatte damals zu seiner Zeit eigentlich eine extrem gute Grafik. Der hatte auch damals, wo noch der normale graue Gameboy war. Ich weiß nicht, ob ihr noch den Gameboy kennt, der graue Grafik hatte. Oh, der graue Klotz. Genau. Dem schwarz-grünen Bildschirm. Genau, der schwarz-grüne Bildschirm. Das waren noch schöne Zeiten. Jedenfalls hatte der Game Gear schon von Anfang an Farbe als Funktion. Und hatte, war glaube sogar, ja, war das schon 16-Bit, was er geboten hatte? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ja, ich glaube, das war schon 16-Bit. Also, das war ziemlich gut, also... Ja, der war ziemlich, doch, der war schon ziemlich seiner Zeit voraus. Ja, das Problem, was daran bestand, ist eigentlich, was das Gerät hatte. Ich muss hier nochmal wegräumen, ah, ich hasse es. Das große Problem war der Stromverbrauch. Man hatte da das gefüllt mit 4 Batterien. Wie damals der normale Gameboy. War das nicht, du hattest da so 2 Seiten, wo du festgehalten hast und dann auf jeder Seite hattest du die 4? Das kann auch sein, dass es sogar so krass war. Wenn ich mich jetzt nicht irre, ich meine, das war der. Ich meine, der hatte 8 Batterien gebraucht. Ja, ja, und ebenfalls... Dieses Monster-Ding. Einfach nur, um diese Leistung zu vollbringen. Und, hat man so viele Batterien parat und die Batterien gingen meistens nach 3 Stunden, waren es alle gewesen. Und so mal ein Gameboy hattest du so 10, 12 Stunden gehabt. Und danach war er erst dicht im Schacht. Und ja, da war das eigentlich das große Problem, weil das kaum portabel wirklich war, weil du immer wieder, entweder hast du eine riesengroße Packung Batterien bei dir gehabt oder du musstest es zu Hause benutzen, wo du es relativ schnell austauschen konntest. Dadurch ist leider auch dies mehr oder weniger ein Flop geworden. Ich habe selber, wie gesagt, hatte ich das nicht gehabt. Generell, ich glaube, habe ich mal eine Sega-Konsole? Nee, ich glaube nicht. Ich habe aber einen guten Kumpel zu der damaligen Zeit gehabt, der hatte eben die Sega-Konsole und hatte auch gesehen, was für geile Spiele es teilweise gab auf Sega. Echoes of Dolphin war auch ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Echo kenne ich. Ja. Und, jedenfalls hat er auch ein Game Gear gehabt und war echt beeindruckt gewesen. Ich hatte vorher nur den Game Boy und dachte so, ich hätte nie gedacht, dass ein portables Ding einfach so geile Grafik hinzaubern kann, was du sonst nur meinetwegen im Fernsehen hattest. Weil nur war das Bild kleiner, ist ja klar. Ja. Auch wenn es immer schon war, ist trotzdem größer als der normale Gameboy-Bildschirm. Das Ding war auch schwer deswegen, muss man auch bedenken. Wegen vielen Batterien, die da drin waren. Ja, schön. Ich finde es interessant, wie wir von Next-Generation-Konsolen auf die Retro-Konsolen gesprungen sind. Ja, eigentlich schon, das stimmt. Aber ist auch ein schönes Thema. Ja, das ist einfach vielleicht, weil wir geredet haben über die Konsolen und den ja teilweise Untergang von irgendwelchen Firmen, weil du meintest, Nvidia will ja seine eigene produzieren. Ich wünsche dem viel Glück damit, aber ich sag mal so, es gab damals auch eine Grafikkartenfirma, die hieß Voodoo. Oder hat Grafikkarten gehabt, die hießen Voodoo. Und von denen hat man auch nicht mehr so viel gehört. Was auch nicht ganz grundlos ist.
Man muss schon wirklich überlegen, wo man seine finanziellen Mittel rein investiert und wo ein Markt ist, ja, der auch wirklich genutzt werden kann. Ich meine, Nvidia hat ja schon den Vorteil, die weiß ja zum Beispiel, welche grafischen Eigenschaften die brauchen. Die stellen ja die richtigen Grafikkarten schon her. Ja, okay, du kannst meinetwegen die ganzen Komponenten aufeinander gut einstimmen. Das gebe ich Ihnen recht. Problem wird es aber vielleicht auch für die Dritthersteller sein. Ich weiß nicht, ob Nvidia das wirklich hinbekommt, selber Software zu erstellen. Ich glaube eher weniger. Sie werden irgendwie über die Dritthersteller gehen. Also für alles andere Leute, die es nicht wissen, das sind die ganzen Publisher und sowas. Die EA, Activision und sowas. Und die müssen sich auch. Oh Gott, der Enderman hat mir einen Grasblock hier reingepackt in der Wohnung. Ist ja auch geil. Ja, und ich glaube, da die werden sich relativ wenig drauf einstellen, denn was auch der Vorteil einer Wii U war, oh Gott, Hallo. ein Kürbismännchen. Ah, nicht den Kopf spalten. Das macht unfotogen, habe ich mir sagen lassen. Kopfspalten. Nein. Du hast einen Crit-Schaden bekommen, obwohl ihr Server Schaden ausgeschaltet ist. So. Willst du mir die Stacks geben oder was? Ich habe fast zwei Stacks. Bitteschön. Danke. Ich kann auch gerne noch graben helfen. Ja, können wir mal ein bisschen machen. Einfach in die Richtung noch ein bisschen. Und, In die hier? obwohl, wie viel haben wir jetzt hier? Nee, warte mal kurz, wir machen einfach mal in die andere Richtung. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Einfach mal fünfmal noch mehr hier reinbuddeln. Fünf tief, ich sag mal. Ich habe Eisen gefunden. Ich fühle mich gerade toll. Nein, mein Eisen. Du Aber hast war schon nur so viel zwei Eisen. Du Blöcke. hast schon so viel Eisen. Waren nur zwei Blöcke, mehr nicht. Ich wusste, wieso ich dich nicht mitgraben lasse. Fünf waren das, ne? Genau. Vier, fünf. Ich habe Kohle gefunden. Nein, du hast das bessere Material gefunden. Verdammt. Wenn ich nur länger noch lange warte, dann kann ich daraus Kohleblöcke machen. Ah, ich muss erstmal das Inventar Stimmt. aufräumen. Ich habe noch mehr Eisen gefunden. Verdammt. Yay. Ich weiß nicht, willst du das Eisen behalten oder mir jetzt schon nicht geben? Ich kann dir auch gerne gleich geben. Ich habe fast zwei Stacks Eisen bei mir zu Hause rumliegen. Ja, warte mal kurz, ich werde mir hier kurz eine Truhe erschaffen. Oder zwei Truhen erschaffen, damit ich mal ein bisschen Cobblestone rein fabriziere. Ich muss auch gucken, was ich aus meinem Gold mache. Power Rails. Power Rails. Ach, schade, ich wollte mir den Power Ranger Anzug bauen. Go, go. Power Ranger. Genau. Ich werde hier paranoid. Ich höre Skelette. Ich sehe sie nicht. Ja, also wie gesagt, ihr könnt mir uns auch in den Kommentaren schreiben, was ihr über die neuen Konsolen haltet und ob ihr sie denn euch holen würdet, kaufen wollt. Denn ja, sie werden auch nicht gerade so billig sein, gerade Nee, beim Release. die werden teuer sein. Sehr teuer Wenn ich wahrscheinlich. überdenke, wie viel die Wii U am Anfang gekostet hat und wie viel der 3DS gekostet hat, da war ich auch schon ziemlich überrascht. Denn solche Preise waren normalerweise nicht gewohnt gewesen, aber na gut, wenn es so ist, dann ist es so. Und das wird leider auch nicht preiswerter. Und ich würde mich ja interessieren, welches Format also gerade auch Sony und Xbox gehen werden, also Microsoft, welches Eingabeformat, also man hat ja mal Blu-ray genutzt, oder ob das man jetzt nutzen wird. Eigentlich gibt es ja noch nicht so viel anderes. Es gibt halt wirklich noch nichts, was besser ist. Also sagen wir so, es gibt noch nichts wirklich, was besser ist und auch preiswert momentan herzustellen ist. Sagen wir Schon so. was finanziell auch in Ordnung wäre. Ja. Stimmt schon. Und was Besseres als Full HD wird es momentan auch nicht im Fernsehbereich geben. Weil mussten auch erstmal die Sender damit ausgestattet werden und ja. Also da frage ich mich, bis Hau mir auf nicht den Boden unter den ja, Füßen bis weg. auf bessere Grafik, was wollen die machen? Das ist die große Frage. Was wollen die machen, bis auf einfach nur einen besseren Grafikchip reinhauen? Ja.
Was für neue Features wollen die denn überhaupt reinbringen? Das steht in den Sternen. Da wollte ich dich mal fragen, wie findest du eigentlich diesen Feature von dem von der Nintendo Wii? Dieses zusätzlichen Controller, die man mehr oder weniger hat. Wie meinst du das, diese zusätzliche Controller? Meinst du hier so eine Art Classic Controller oder wie? Man hat doch diesen, ja, bei der Wii U ein... Achso, den klobigen. Ja, den klobigen. Den Klotz. Ja, den Klotz. Ich hab den, also ich hab bisher die Wii U, ich gib's zu, ich hab nur mit Nintendo Land einmal gespielt bei einem Freund. Ich hab die Wii U selber noch nicht. Und ich war, muss ich auch sagen, ich war am Anfang extrem skeptisch wegen dem Controller. Mhm. Weil das ja, das Ding hat ja Touchscreen, die ganzen Knöpfe, eine Kamera, Mikrofon. Das, so gesehen, der 3DS in Controller-Format gepresst. Ohne zweiten Bildschirm. Ja. Wie gesagt, ich war extrem skeptisch am Anfang. Aber ich muss sagen, verdammt, der liegt gut in der Hand. Die Knöpfe sind gut zu erreichen mit den Fingern. Und es stört auch nicht, wenn du Knöpfe und Touchscreen gleichzeitig betätigen musst. Es passt einfach. Muss man einfach sagen. Ich finde, es passt einfach perfekt. Also ich war auch am Anfang ziemlich skeptisch, aber ich habe dann auch gute Resonanzen gehört, gerade wenn es um dem Spiel Nintendo Land geht. Wenn man das eben... Ja, Nintendo Land macht auch super viel Spaß. Aber Mario Chase ist genial. gut. Das war ja dann genauso so ein guter Schachzug gewesen, wie halt die Wii Sports Version reinzuholen. Die Blöcke? Was? Geben? Die Blöcke, dann mache ich hier oben schon mal. Ja, klar. Setz ich. Mal kurz, ich gebe dir gleich einen 64er Stack. Zack. Danke. Ja, es war halt diesen Trick bei der Wii U, die Wii Sports mit reinzuhauen, das war ja auch ein extrem cleverer Schachzug. Ich fand Wii Sports dämlich, bin ich auch ehrlich. Ja, für dich schon, aber es hat eine größere Masse angesprochen. Ja, natürlich, das war ein Familienspiel. Ja. Das ist halt auch der große Unterschied gewesen. Und wahrscheinlich auch einer der Gründe, wieso sich die Wii U so gut verkauft hat. Du meinst die Wii? Die Wii meine ich ja. Die Wii U hat sich bisher noch unter den Erwartungen verkauft. Aber, ich meine mal, ich kann mir auch nicht überlegen, jetzt die PlayStation 3 hat sich unter den Erwartungen verkauft. Die Xbox 360, da weiß ich leider nicht, wie es da aussieht. Ich meine, die Xbox 360 hat sich gut verkauft gehabt. Was geplant war. Und ja, da bin ich jetzt. Aber natürlich machen die Firmen immer noch irgendwie Gewinne und Umsatz und. Upp. Was hast du denn jetzt kaputt gemacht? Nichts. Gab's da Eisen schon wieder? Nein. Doch. Bestimmt. Nein. Doch. Gib's Nein. Schuh. Gib's Schuh. Nein. Das ging jetzt aber relativ fix, muss ich mal sagen, jetzt hier das auszubauen. Ja, du musst das auch nicht alleine machen. Ich glaube, als Halle reicht das auch langsam von der Größe. Dann muss ich halt noch den Tunnel bauen. Muss ich mal überlegen, wie ich es am besten angehe. So, hast du denn irgendwie vor, so eine Konsole irgendwann mal in nächster Zeit eher weniger, weil du dann bald einen neuen PC bekommst, aber... Richtig, in nächster Zeit wird's schwierig. Irgendwie doch in Erwägung gezogen, dass du vielleicht irgendeine von diesen Konsolen bald dir holen würdest? Also, für mich persönlich, es kommt auch darauf an, welche Spiele für die jeweilige Konsole rauskommen werden. Hm. Und soweit ich das gehört habe, ist, und da sage ich leider, weil das ziemlich teuer sein wird, die PlayStation 4 eine Option und die Wii U. Welche Spiele meinst du denn jetzt? Für die Wii U ist ganz klar Monster Hunter. Ja, okay, ja, das habe ich schon mitbekommen. Favorit. Und natürlich nächste Zelda. Ja.
Na gut, da war ja klar, dass das auch irgendwann rauskommt. Es fehlt uns ein Block. Ah, den hast du. Ich bin mal gespannt, wie es so nächstes Smash Bros. Wird, davon abgesehen. Ich frag mich, welche Charaktere die da wieder reinkloppen wollen. Ja, aber, Ja, ja. Gut, das ist erstmal die eine Sache. Und wieso die PlayStation 4? Ich bin großer Fan von Kingdom Hearts. Ach so, haben sie echt vor, dann nochmal ein Kingdom Hearts daraus zu bringen? Die haben wahrscheinlich vor. Also, soweit ich das gehört habe, wollten die dafür ein neues Kingdom Hearts rausbringen. Liegt also die Lizenz nicht mehr bei Nintendo? Also. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich glaube, Nintendo hat die Lizenz auch. Ich glaube, sie ist hier Squaresoft, oder wie die auch immer jetzt heißen, inzwischen. Die haben die nämlich auch an Nintendo verkauft gehabt. Ich meine, bevor ja Kingdom Hearts 2 rausgekommen ist, gab es ja schon den Advance-Teil für die für den Advance. Genau. Jetzt gibt's ja für den 3DS noch den neuen. Gut, man muss ja bedenken, dass die Final Fantasy auch ablegert, also sagen wir die Spin-Offs. Ja, mit Final Fantasy haben sie ja auch dafür rausgebracht. Genau, die Final Fantasy Tactics und auch die Remakes haben sie auch rausgebracht. Tactics, Crystal Chronicles, dann gab es noch. Es gab doch irgend so ein Tower Defense-mäßiges Final Fantasy-Spiel für die Wii. Echt? Davon habe ich aber nur die Demo gespielt gehabt. Aber das war auch nicht so gut. Ach ja, scheiße, ich habe den Schrank ja verlassen. Brennt ja nicht weiter. Gut. Aber Zero, ich sag mal schon danke fürs Mitzocken und fürs Quatschen. Immer wieder gern. Und wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was ihr über die neuen Generationen hältet. Schreibt drüber zu den älteren Generationen. Vielleicht gab es ja ein paar von euch, die hier Sega zum Beispiel gespielt haben. Und ja, würde mich freuen, wenn man das hört. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Tschüss.